die ersten Punkte, was jetzt die ersten Punkte so hergeben. Ja, ihr habt natürlich die Möglichkeit, wieder abzustimmen, Satz für Satz. Schöner erster direkt, aber auch eine geile Annahme, ne? Geiler Stellball, geil, also. Ja, stark. Starker erster Ballwechsel. Voll, vor allem auch das, was du gesagt hast, Dario, geile Angabe, aber Clemens hatten wir vorhin schon gesehen gegen Tim aus Erlangen bzw. Würzburg. Dafür, dass die Angaben so gut waren, ist ein sehr, sehr guter Receiver, Clemens. Das wird man gleich aussehen. Ich fand ehrlich gesagt den Stellball von Easy sehr erwähnenswert. Ja, sehr gut. Dann übernehme ich die eine Hälfte und die andere Hälfte eines Ballwechsels. Sehr. So, perfekt. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt abstimmen. Ersten 5 Punkte, ihr wisst ja Bescheid. Jeden Satz schmeißt eure Coins rein. Es sind nur noch 2 Spiele, das heißt, investiert. So. Die berühmt-berüchtigten ersten Punkte. Die mehr wert sind als andere Punkte, habe ich gerade schon gehört, deine Theorie dazu. Ich weiß auch, was du meinst, psychologisch betrachtet. Du willst nicht mit 0-2, 0-3 starten. Ja. Ist einfach so. Ja, stimmt. So, Selbstvertrauen holen, die ersten Sideouts einfach wegmachen. Da gebe ich lieber einen Break-up bei 5-5 als bei 0-0. Ja, finde ich absolut richtigen Call. Auch wenn. Ja, naja, wie auch. So, Easy beim zweiten Ausschlag, hat auch gut Wumms dahinter. Mario macht das genauso souverän, wie es jetzt hier nötig war an der Stelle. Weil so ein 3-0. Willst du nicht? Ja, eigentlich. Irgendwer hat 2024 Coins gesetzt. Ist natürlich eine Anspielung auf das Jahr 2024, nehme ich an. Haben wir gesehen. Sehr gut. Oder das war alles, was da war. Kreativ. Kann ja auch sein. Das wäre ein krasser Zufall gewesen. Kreativ. Souveränes Sideout hier von Clemens. Pom Brothers, Gott, Twitch. Ja, Pom Brothers hier mit einem. Ja, quasi die Art und Weise, frohes Neues zu sagen, nehme ich an. Am 20. Januar noch. 2024 Coins. Wir sind bei einem 4-1. Ja, 4-1 ist natürlich genau das, was du meintest, wie man eigentlich nicht starten will. Nee, überhaupt nicht. Die Frage, wie früh würdest du ein Timeout nehmen? Boah, gute Frage. Früh, also ehrlich gesagt finde ich, wenn sich die... Lass mal den nächsten Punkt dabei. ja, gut. Jetzt du hättest jetzt keinen Timeout jetzt, genommen. Ich denke, jetzt gerade nicht. Wenn das jetzt so weiter fließt, dann erstmal nicht. Wenn du dann nochmal einen Break kassierst, spätestens dann. Also irgendwann war heute mal Zwischenstand 8-4, lagen irgendwie 4-7 hinten, dann nochmal einen zu 4-8. Das finde ich dann fast schon zu spät. Weil dann brauchen die anderen noch 7 Punkte, du selber noch 11. Ja. Ey, das ist einfach... Also machst du es eher vom Spielstand abhängig oder von den Anzahl an Breaks, in die du in Folge kassierst? Naja, eher so vom Gefühl. Beim Beachvolleyball sagen die häufig, so hier spontan, ne, sagt immer, sobald du an einen Timeout denkst, musst du es auch nehmen. Mhm. Das finde ich immer irgendwie, ja, ist jetzt nichts wissenschaftlich Belegtes, aber ich finde, das ist irgendwie eine ganz coole Herangehensweise. Sobald du auch nur eine Phase irgendwie drüber nachdenkst, nur einen Gedanken daran verschwendest, ist das schon Indiz genug dafür, eins zu nehmen. Okay, ja. Nun gut. Ja, voll. Absolut valide Argumentation. 5 pro. Jetzt. Tatsächlich, geile Angabe. Aber das ist halt auch nicht verbreitet, ne? Dass du nach 8 gespielten Punkten im ersten Satz direkt einen Timeout nimmst. Das machst du nicht. Ja, und was bringt das? Weil du willst ja rankommen und du wirst ja dann nicht direkt vorbeiziehen, sondern du wirst ja dann wahrscheinlich... Boah, ekelhaft. Jetzt Timeout? Sind on fire, ja. Spätestens, ja. Also muss, weil ich meine, der erste Satz ist jetzt... Ja. Nicht, dass ein Timeout dann alles verbessert, ne? Ja, aber natürlich. Zumindest Rhythmus brechen, ey. Die Easy hat jetzt 3 gar nicht volle Aufschläge am Stück. Ne, 2 am Stück gemacht. Und den dritten, der ist auch wieder ein knappes Ding. Weil ich mir dann irgendwann noch denke, ey, 7-2, das sind jetzt 5 Punkte. Also nichts gegen jetzt Luisa und Dario, aber Pegel ist so stabil. Ist ja der erste Satz nicht eh schon so halb gefühlt weg, dass du dann schon eher sagst, kommen wir. Also Timeout zu spät. Ja, ja. Aber, ja, du willst ja. Willst ja eigentlich selber auch nicht unter... Ja, Clemens ist richtig on fire, ne? Ja, Clemens ist richtig on fire und die beiden kommen überhaupt nicht gut rein. Das ist ein ganz, ganz schwacher Start bisher von Luisa und Dario. Und ehrlich gesagt finde ich nicht, dass das gerade viel mit Eingespieltheit zu tun hat, oder? Das sind einfach individuelle Fehler, die gerade passieren. Ja, aber dann können wir jetzt argumentieren, dass du vielleicht weniger individuelle Fehler machst, wenn du dich eingespielt fühlst. Also das ist auch wieder das Gefühl, so das Thema ist. Ne? Also gerade Luisa, die halt einfach Lukas gewohnt ist als Partner. Ja, der macht alles kaputt.
Luisa guckt auch so, was sollen wir noch machen? So ist einfach. Och, boah, die Easy ist gerade aber richtig on fire. Heftiger, geiler Touch. Und ein schöner Punkt. Ja. Also Easy macht gerade den Unterschied. Das ist auch die Frage dann jetzt für Dario und Luisa. Spielst du gerade selber schlecht oder spielen die anderen einfach nur absurd gut? Also selbst wenn jetzt die beiden besser spielen würden, würden dann Pegel trotzdem so gut spielen, dass sie halt führen. Also weißt du, irgendwann kannst du vielleicht auch nichts mehr machen. So. Die haben in jedem Ballwechsel die Möglichkeit, den Punkt zu machen bisher. Hier schon wieder. Ah. Endlich mal, endlich mal. So, daran aufbauen. 9-2, 9-3 jetzt. Boah, ey. Aber auch da wieder zwei Versuche gebraucht. Für ja, ne? So startest du ein Abstiegsduell. Gut, so ist das. So, ehrlich gesagt, das vierte Spiel für die heute, ne? Also für die Luisa vierte Spiel, Dario, glaube ich, auch drittes, viertes Spiel. Das geht irgendwann auch an den Nerven. Ja, und an die Substanz. Ja, vom, weil heute ja wirklich alles super knapp war, ne? Also das ja vielleicht, klingt auch blöd, aber auch mal so ein Spiel gegen Berlin, wo du sagst, ja gut, das wird eh schwierig. Aber heute ist ja wirklich alles auf Augenhöhe und jeder blöde Sieg zählt. So, dementsprechend nochmal eine ganz andere Nervenbelastung. Ja. Dann steht es jetzt hier 10-3, ey. Ja, Bild hat bisher einfach nur easy gesurft und gemacht. Wobei Clemens hat schon auch geholfen. Der war schon auch. Also der war schon auch teilbeteiligt. Ah, ja, schön. Dario ist auch sehr, so ein sehr versatile, sehr vielfältiger Spieler irgendwie, ne? Ja, ich so. Ah, sorry, Englisch. Ja, die 3 Monate in Australien haben die nicht. Ne, 5 sogar, ne? Nach Mavi, 3 Monate. Ich war auf so einer Farm. Und im Hostel. Immer Popcrawl. Toll. Ja, okay. 4-10. Oh, nee, sagt er. Oh, aber das ist halt Pegel. Ja, krass, ne? Clemens richtig gut dabei, ey. Aber wird gut bewegt von Dario hier. Und Dario macht natürlich das großartig und. Und dann auch noch das Ausweichen auch noch. Aber auch da easy clever halt, ne? Mhm. Der liegt ja auf dem Boden, ja, dann spiele ich ihn halt auf 2, weil bevor er hoch... Boah, das war ja wirklich maximal knapp. Boah, die hat wirklich... Ja. Jeden Touch. Immer einen Touch dran. Ja. Und Touch is a win, ne? Ja, also die hat heute schon ganz viel gewonnen dann auf jeden Fall bei den ganzen Touches. Ja, ja, da müssen wir dann gleich drüber reden, was denn Dario... Luisa im Angriff machen können, damit Easy nicht mehr mal den Touch hat. Ja, dann müsstest du ja schon vielleicht mal gucken, dass du ein bisschen was umstellst. Aber oder? Um das Spiel gewinnen zu wollen, musst du halt auch in der Defense mal irgendwo dran sein. Und habe ich bisher auch kaum gesehen bei Luisa und Dario. Ich glaube, da geht es gerade einfach auch noch um Absprachen. Also, jetzt also doch eingespielt halt. Ja, vielleicht doch. Doch, bei Easy und Clemens hast du das Gefühl, die wissen genau, wie sie wann wohin laufen wollen. Ja, voll. Ja, ja, voll. Irgendwie so eine Choreografie hier gerade. Dario und Luisa brauchen gerade Zeit, die sie nicht haben. Da kommen wir wieder zu der Frage, war das so clever, so aufzustellen? Aber jetzt Selbstbewusstsein holen über die Sideouts. Ne? Jetzt vielleicht in dem Satz noch 2, 3 Sideouts. Vielleicht selber mal zumindest mal einmal einen Break holen in der Defense. Oder mal ja. Ass, ne, dass du merkst, es geht. Aber aus Mainzer Sicht geil. Also... Clemens und Easy gehen hier rein, wissen ja, kennen ja auch die Tabellen, den Tabellenstand und legen hier los wie die Feuerwehr. Wissen ein anderes Mixed im Rücken, was auch gut performen wird mit Sören und Anna. Und spielen hier in Stiefel runter. Ja, und das wäre dann schon auch jetzt für Mainz dann die Thematik, wenn sie jetzt hier einen hohen Sieg holen, legen sie natürlich die Spaceballers schon so weit hinten her, dass dann da wahrscheinlich nicht mehr so viel Gefahr ist. Dann würde es nachher nur noch gegen Hildesheim gehen. Auch im direkten Duell nächste Woche. Wäre schon nicht so schlecht für die Mainz sein. Ja, Matchies Charme gewinnt auch den ersten Satz 15-6. Also das ist natürlich schon brutal dann auch, ne? 13-6, ja. Backhand geht auch bei Easy, da geht's auch alles, ne? Schön. Bei 13-6, dann kommen wir mal die Backhand dazu. Doch gar nicht. War drin? Philipp sagt noch Hitze und sein Vater, aber aber die Defense-Aktion halt schon wieder, ne? Oh, ja,
Fuß steht auf der roten Linie, aber das ist auch super schwierig zu erkennen. Wie das, hier wird das nicht gecallt heute, ne? Das ist ja okay, aber. Weil auch die Aktion auch nicht schmälern, ne? Weil die schon wieder. Oh nein. Dieses Sideout-Problem gerade, ne? Ich meine, wenn du 100% Sideouts machst, verlierst du nicht, ne? Ja, außer du hast nicht am Anfang außer den Speed. Oh, du verlierst 21-20, weil die anderen 21 genau, Sideouts machen. Ja. Dann schon, aber. Ja, okay. Unrealistisches Szenario, aber ich weiß nicht, was. Ja, und das ist halt die Frage, ne? Also, können sie jetzt gleich auch im Setting, weil ich habe das Gefühl, es ist schon immer sehr einseitig gesettet. Das ist mal ein ekelhafter Boom. Oh, das ist ein gutes Set. Gutes. Wirklich. Ah, ja, gutes Ding. Oh, was Ballwechsel gerade. Hat der nochmal? Nein! Bin drauf! Alter, was machen die für Sachen jetzt? Denn hier gerade? Noch einer! Oh. Was für ein Ballwechsel. Wow. Ja. Da ist unser. Also, wilder Ballwechsel. Wild. Also das wild. Wird auf jeden Fall ein Highlight-Play. Da war. Das ist ja absurd. Wild dabei. Krass. Wild dabei. Und das war der Satzball. Das ist schon ist an der Geschichte. Ja, also ich meine, so standesgemäß für die beiden 15-7, ey. Und dann ist das so ein bisschen symptomatisch? Ist das so ein bisschen symptomatisch, dieser Ballwechsel, dass, wenn es eng wird, im Zweifelsfall die Mainzer in sich den holen und Dario und Luisa die Dinger nicht gefinisht bekommen? Ja, also symptomatisch insofern, als dass alle Angriffe von Luisa und Dario einfach mindestens getoucht, wenn nicht sogar dann umgewandelt wurden in einen Punkt. Das ist auf jeden Fall symptomatisch. Die anderen super Defense-Touches und am Ende besseres Ende für sich. Nee, nicht symptomatisch, weil der Ballwechsel knapp war und der erste Satz alles andere als knapp. Ja, stimmt. Also, ja. Das ist vollkommen richtig. Ja, was ich mich jetzt gefragt habe, so gerade Easy steht immer richtig, hat immer einen Touch, weil sie aus meiner Sicht immer gefühlt so auf dem Open steht. Steht halt immer eine linke Schulter und dann geht er mit der rechten Hand Open raus. Sollte man da nicht oder müsste man nicht mal auch gucken, dass man vielleicht nicht auf die entsprechende Seite settet? Also es sieht gefühlt so aus, als wenn es ein sehr einseitiges Set ist, sodass meistens die entsprechende Seite, starke Seite frei ist und dann steht sie halt meistens und blockt halt auch wirklich sehr, sehr stabil. Also sie hat eine geile Blockposition, aber sie steht halt irgendwie relativ einfach auch richtig. Vor allem blockt sie, hat sie auch immer so den Soft-Touch, dass sie Clemens wieder mit in den Ballwechsel reinholen kann, ne? Ja. Also der Block geht nicht von ihr wieder in Richtung angreifende Person, sondern geht blockt den, hat den dreimal, glaube ich, so getoucht, dass Clemens dann einfach wieder aktiv einwirken konnte. Und das ist einfach schon, das ist verdammt stark. Ja, und dann ist aber die Frage, geht man jetzt vielleicht dann doch eher mal auf eine linke, geht man vielleicht mal auf einen Flick, also dass man nicht immer nur open, das ist halt... Das ich glaube, ehrlich gesagt, es ist einfach gerade Stellballqualität und den anderen so, also jetzt für die Kölner hier, die andere Person so in Szene setzen, dass du einfach sauber abschließen kannst. Wir hatten nicht einen sauberen Abschluss. Ja, voll. Wir hatten nicht einen sauberen Angriffsball von den Kölnern hier gerade oder vielleicht ein, zwei auf dem Satz bis 15 gerechnet. Das ist fatal. Fatal. Like, wer es noch kennt. ja. Weil das Ding ist ja, die könnten ja auch alle anders angreifen. Also sowohl Luisa als auch Dario könnten auch mal einen Flick spielen, mal mit links, mal einen Push und nicht immer nur Pull und Open. Nur die Sets müssen halt entsprechend dann noch kommen, ne? Wie du sagst, Setqualität. So, dass man da mehr Optionen gibt, weil dann steht Easy halt nicht immer richtig. Sondern vielleicht nur jeden zweiten Ball. So, wäre schon mal ein Gewinn, wenn sie nicht irgendwie gefühlt 70% richtig steht oder 80. Ja. Ja, ihr könnt wieder abstimmen. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich wandern die Coins jetzt alle für Mainz rein, weil die Deutschen natürlich nicht vom ersten Satz sich jetzt leiten lassen. Weil du kannst doch mehr Punkte dann gewinnen, wenn du jetzt auf Köln setzen würdest, ne? Das ist richtig. Oh. Das ist System verstanden. Good thinking, ey. Und dann direkt wieder so ein Aufschlag, ey. Aber Luisa wurde jetzt schon zwei, dreimal da erwischt. Immer. Ne? Ja, klar. Das immer diesen. Sie macht den einfach nur den linken zur Seite. Reicht nicht. Das reicht nicht und das ist so smart. Das ist smart und gut und die spielen richtig schön gerade. Also diese Flicks sind ja technisch sauber, aber die kommen mit viel zu wenig Speed raus. Ja, ne? Ja, aber auch das war wieder durch von der Annahme weg einfach sich in Bedrängnis gebracht. Ne? Ja. So der saubere Spielaufbau, den
kriegen sie bisher nicht hin, aufgrund der guten Angaben einfach. Und wie sie. Guck mal, da ist er auch schon wieder. Und das ist ja Wahnsinn. Und wir reden hier von Dario und Luisa, die einfach richtig gute Spieler und Spielerinnen eigentlich sind. Ja, naja. Ja, da fehlt es auch gerade so ein bisschen an der Körpersprache und dem Gefühl des Teams, dass sie das noch schaffen können. Mhm. Also. Hat so ein bisschen, ich will nicht sagen, sie ergeben sich ihrem Schicksal, aber wirkt so ein bisschen so. Easy wirklich, die drückt dem Spiel so ein bisschen ihren Stempel auf, ja. Ne? Also jetzt im ersten Satz, finde ich. Das ist auch schön zu sehen. Ist auch wieder dran. Die Gegend, sehr, sehr stark. Absurd. Sehr, sehr stark. So, erster Punkt. Dementsprechend sind die Umfrageergebnisse auch sehr eindeutig gerade. 94, ja. Aber ihr habt noch einen Punkt Zeit. Also jetzt auf Köln für die Quote. Für die Quote. Weil Dario zündet jetzt auch den zweiten. Also Dario macht jetzt das Ass. Ja. Und dann geht's wirklich in Richtung dritter Satz. Der erste einfache Fehler von den beiden. Ja, stimmt. Also für die gar keinen einfachen Fehler gemacht bis jetzt. Gucken wir mal, ob sich das jetzt vielleicht fortführt im zweiten Satz, weil. Das ist natürlich auch eine Option für Luisa und Dario, so zurückzukommen. Gar nicht das eigene Spiel so krass anheben, sondern durch die Fehler der anderen. Gucken wir mal. Boah, es ist gut. Nein! Macht er nicht. Boah, der tut richtig weh, weil das wäre jetzt genau so ein Moment gewesen. Mal selber ein Defense-Touch. Naja. Geiles Set. Der tut richtig weh. Ah, da wird er sich ärgern. Das hätten sie jetzt gebraucht, ne? Weil das Set von Luisa ist auch stark, ist genau auf die richtige Seite. Ich habe Luisa heute schon sehr viel gelobt hier im Stream, weil ich finde, die ist so eine stabile, gute, also wirklich Top-Spielerin, richtig gute Spielerin geworden. In den letzten ein, zwei Jahren. Stark zu sehen. Ja, voll. Jetzt sind sie wieder, es wäre natürlich jetzt geil gewesen, das 3-3 direkt zu holen. Jetzt sind sie natürlich wieder hinterher. Ja, gut, aber 4-3, also ich meine, darauf lässt sich aufbauen. Jetzt vielleicht mal halt gerade, ne? Vielleicht ein bisschen höhere Breakchance als auf Clemens. Aber das ist natürlich ein Abschluss mit Wumms. Ja, und ich glaube, das wäre auch mal, glaube ich, eine statistische interessante Sache, mal im Mix zu gucken. Ich glaube, das hat sich über die Jahre, also kannst du über die Jahre nicht machen. Das ist komplett, also ja, da ist nicht mehr viel Unterschied. Ja, aber in der Tendenz? Ja, natürlich kommt immer auf das Mixed an, also auf welchem Level, aber ich glaube, so in der ersten Liga hast du da nicht mehr so viel Unterschied. So in der Regio und so gebe ich dir das noch, klar. Aber ist das ein guter Punkt, ey. Das ist so Wahnsinn. Entschuldigung, aber das ist einfach ein verdammt guter Punkt. Guck die Aktion und er spritzt rüber. Entschuldigung? Ja, Wahnsinn. Also Easy hat, also kann jemand vielleicht mal das Real Life angucken und die Anzahl an Soft-Touches und Blocks von Easy zählen. Locker zweistellig. Ich würde sagen, Easy macht das mal selber. Ja, cool. Guckt sich das selber an. Ja. Also wirklich zweistellige Touches. Wird sie sich auch denken, hab ich gut gemacht. So wird sie sagen. War ein okayes Spiel von mir. Hab ich gut gemacht. Leicht überdurchschnittlich. Ja, nee, ist ein Granatenspiel aktuell. Vorsicht, ja, kommt da dran. Oh, der ist auch schnell, der Junge. Den will er zu flach treffen, ne? Ja, ich glaube, der läuft die 100 Meter auch in unter 13. Das schnell? Ja, schon. Schon. So. Wir sind zwei Breaks. Jetzt wäre natürlich. Zündung wäre gut, aber sowas ist natürlich. Guter Moment. Ja. Stimmung stimmt noch. Stimmung stimmt noch, der wird einmal kurz Schulter hoch weggeprügelt. Ja. Mit Stimmung alleine bleibst du aber nicht in der Liga. So ein Spruch von dir. Okay. Ja, zweiten Kurz. Zweiter Kurz ist tatsächlich, war jetzt schon das zweite Mal. Zweiter Kurz, aber auch wieder ein leichter Fehler. Ja, ja, aber der erste leichte Fehler von Easy war auch schon auf zweiten Kurz von Darin. Ah, okay. Glaube ich. Müsste zumindest. Dem so ist, dann. Sehr gut. 5-6, ein Break. Ey, man hat schon verrückte Wendungen so gesehen, ne? Also bisher spricht irgendwie alles für Easy und Clemens. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Aufschlag. Oh. Na, schwierig. Aber sie kommen mal in die Blocks. Ja, sie kommen mal in die Blocks. Ja.
war ja im ersten Satz gefühlt gar nicht der Fall. Also sie hat gefühlt im ersten Satz gar keinen Touch. Jetzt kommt sie ja zumindest absolut mal ran, ne? Guter Ausgang, schöne Annahme, gut gestellt und schön weggemacht, ey. Ey, und das ist ein so guter Punkt, der kann dann jetzt mal ein bisschen Auftrieb geben jetzt vielleicht. Merken auch so, ey, ein Punkt hinten, sind richtig gut hier dran. Und er ist auch mit links abgeschlossen und nicht mit rechts. Also der Open noch in der rechten Hand, sondern auf links gespielt. Weil Easy stand schon wieder auf dem Open mit rechts. Dario, Merl hat mir gerade erzählt, Dario meint, er ist eigentlich Rechtshänder, aber eigentlich greift er lieber mit links an. Ach geil. Wie Dembele beim Elfmeter-Video. Ja, mit rechten Fuß schießt du dafür, ja links, aber du hast doch mit rechts geschossen. Ja, weil ich bin Rechtsfuß. Ja, aber manchmal schießt du auch Fleisch, ja, weil ich auch mit links schieße. Ja, gutes Video, guckt es euch an. Ja. So, 8, 6. Aber sie kommt trotzdem nicht richtig ran. Ja, sie ist jetzt irgendwie näher dran als in der ersten Halbzeit, im ersten Satz, aber trotzdem ist sie immer noch nicht nah. So, Side-Out machen. Reicht so gerade eben. Luisa guckt sich um und denkt sich, wie kann ich den Punkt machen? Ja, aber sie macht mal was anderes und nicht wieder den ja. Open rechts, links raus. Okay. Ich würde fast so weit gehen und sagen, wir haben ein Spiel. Wir haben jetzt ein richtiges Spiel. Ja, wenn Dario so einen Lefty mal trifft, dann ist, glaube ich, auch gut Gefahr da, aber er trifft die aktuell noch nicht. Das ist immer zweiter kurz gefühlt, oder? Also jetzt gerade, ja. Es war dann wahrscheinlich seine sichere Variante irgendwie. Ja, aber es ist dann irgendwann auch berechenbar. Dann absolut, machst du nochmal einen Schritt nach vorne, bist dann näher dran, dann ist der Ball schon am Netz. Boah. Hi. Ja. Ich finde, Clemens strahlt im Angriff auch so eine Ruhe aus, irgendwie. Das muss am Namen liegen. Ach, unser neuer Nationalcoach. Clemens von Henisch. So, gute Annahme hier, guter Stellball und einfach auch mal souverän weggemacht. Schön. Alter, das war auch, also der war so geil, dass ich nicht mal gesehen habe, dass der auf Metz war, aber. Einfach mal souverän weggemacht. Wir sind beim 9-8, ne? 9-8. Schönes Ding. Ja, die kann er. Kann er. Dario hat ein gute Handgelenk. Okay. Aber das ist das, was ich meine. Da sind sie im ersten Satz gar nicht hingekommen, dass er das Handgelenk auch nutzen kann, weil er gefühlt immer nur Open durchgeprügelt hat. Nee, der ist. Den verlegt sie dann auch mal. Okay, das ist der dritte leichte Fehler von Easy. Dafür aber 7 Block-Touches, also immer noch im Plus. Und 8 Asse, also läuft. In der internen Rechnung mit sich selber noch weit vorne. Ja. So, aber. Ja. Aber zumindest. Ey, dran. Aber die sind dran. Jetzt haben wir wirklich ein Spiel. Kein Break. Unterschied gerade 10-9. Easy beim Aufschlag. Das muss jetzt ein entspanntes Sideout für Dario sein. Das muss der Anspruch sein. Der ist Rim. Ja. Dario war sich unsicher. Luisa nicht. War eigentlich fast genauso. Macht er gut. Er ist angekommen und Luisa auch. Aber du willst mir doch jetzt erzählen, dass der Mann Rechtshänder ist. Guckt euch mal kurz das linke Handgelenk an und erzähl mir jetzt, dass der Mann Rechtshänder ist. Der hat die rechte gar nicht parat, ne? So. Ja, das ist der auch wirklich nur die linke da parat. Guck mal auf den rechten, der schwabbelt da irgendwo anders rum. Der ist, ja. Ja, also ich weiß nicht, ob der genial. Mann, ob der wirklich Rechtshänder ist. Aber der hat beides, da. Das ist doch unfair. Voll unfair, Mann. Der kann auch Klausuren doppelt so schnell schreiben, weil der mit beiden schreibt einfach. Der ist einfach. Und der zweite schon wieder kurz. Ja? Ja, hat System. Ja. Bitterer Doppelfehler irgendwie. Also, es wäre jetzt gerade so die Möglichkeit gewesen, das Momentum vielleicht auf seine Seite zu ziehen. Ja, mal wie vorbeizuziehen, ne? In der Zwischenzeit gewinnen Anne und Sören auch den zweiten Satz gegen die Spaceballers. Ding, ey. Ja, 15-12, das heißt. Mainz schon mit 1-0 vorne. Ja, die beiden sind jetzt angekommen. Und wenn es jetzt in den dritten Satz geht, dann, ja. Shiftet das Momentum, meinst du? Aber erstmal müssen sie in den dritten Satz. Das wird das wird verdammt schwierig. Ja. Gerade, Clemens und Easy wirken auch sehr stabil. Einer Touch. Eins. Oh, stark. Let's go. Geht, ne? Ja, war auch. Okay. Erste Führung übrigens, ne? Im ganzen Spiel, ne? Erste Führung. Ja.
Jetzt sind sie da mal wie ich. Weil rankommen ist die eine Geschichte, aber vorbeiziehen ist natürlich das, ne? So nämlich. Ja. Haben wir einen Phrasen schon? Haben wir nicht, ne? Habt ihr echt noch nicht, ne? Noch nicht. Warum eigentlich noch nicht? Weil ich schon kein Geld bekomme, dann sollte ich nicht auch noch welches zahlen. So, ey. War der clean? Bisschen verspäteter Jubelruf von Luisa. Aber sie weiß auch, ey, 3-1. Ja, das war nicht clean. Nicht clean? Nee. Also von hier aus. Okay. Guck mal, gutes, zieh sich vorbei. Gutes Timeout, 3-1. Marcel, ey, sehen wir hier echt einen dritten Satz? Das hätte ich wirklich nicht. Nein. Ja, der ist auf dem Wimmer. Ja? Ja, ja, schon, ne? Schon. Ja, also ich sag mal, die Leute, die jetzt hier Coins auf Köln für den zweiten Satz reingeworfen haben, die kriegen ein richtiges Cashout, wenn es so weitergeht. Und dann 7%. 1 zu 15, gibt es die 15-fache Menge. Wer hat 201 gesetzt? Spezieminister. Spezieminister würde da ordentlich was rausbekommen. Ist ja den raus an. Darf ich nicht verraten, wer es ist. Ratzespieler. Mega wichtige Information. Da bist du jetzt den ganzen Tag gespannt. Vertraglich zugesichert ist das nicht. Dass man die Klarnamen nicht sagen darf, quasi. Ja, das stimmt. Bei speziellen. Bei Spezi. Der scheint ja ein ganz spezieller Leut zu sein. Ja. Okay, 3-1. Also, du führst jetzt 13-11, jetzt willst du auch einen dritten. Das ist logisch. Ich glaube, Easy und Clemens fragen sich gerade so ein bisschen, wie kann das da gerade eigentlich passieren? Hast du irgendwie. Hatte man so die ganze Zeit das Gefühl, dass sie das so im Griff haben? Ja. Ich wo wir stehen, weiß ich nicht. Also, so gegenüber standen wir. Ja? Ja, ist richtig. Ist das vielleicht auch so ein bisschen Psychologie, dass wenn du den ersten Satz zu deutlich gewinnst, dass du im zweiten Satz nicht mehr 100% geben kannst, weil du unterbewusst denkst, ja, 80 reichen auch? Wirklich, ja. Und jetzt merkst du, 80 reichen doch nicht? Ich würde den beiden jetzt nicht unterstellen, dass sie 20% dann weniger gegeben haben. Aber unterbewusst. Ja, unterbewusst. Ja. Nee, bewusst nicht. Also, nee, das auf jeden Fall nicht. So ein Tennisergebnis, ne? Ja, ja. 6-0-1-6. damit es kein doppelter Bagel, wie heißt das? Bagel ist, wenn man 0 hatte. Nee, klarer erster Satz und den zweiten bist du dann mental irgendwie gar nicht mehr parat und verlierst den. Ach, verlierst du? Ich dachte, dass du 6-1 dann gewinnst, damit du mit einer Person zumindest 1 hättest. Ja, okay. Guck mal. 4-2. Es wird laut. Es wird laut. I like. Clemens sagt, wir haben gleich noch einen. Und Dario denkt sich so, ich denke nicht. Ich glaube, der ist jetzt durch. So einen Spruch willst du dann eigentlich auch gut kontern, ne? Schon, ne? Ja, okay, gucken wir mal. Meinst du kurz? Ja, ich glaube, jetzt macht er so einen was stabileren, aber mal drauf. Geht auf den kurz, ne? Ja. Und Easy ist da und das war ein verdammt guter Kurzer. Also auch wenn er in der Zeitung stand, es war ein guter. Ja, ja. Ja, wäre dies noch Zeitung, ne? Aber da ist Easy halt geil, dass sie nicht Bull durchspielt, sondern tatsächlich eher nach vorne durchpusht. Hast du das Wort gerade gehört? Sie hat irgendein das war irgendein Codewort, kann das sein? Nee, habe ich nicht gehört. Ja, gleich mal drauf hören. Jetzt so, zweiter Ausschlag. 13-14. Zieht der durch? Du willst jetzt. 13-14. Ja. Zweiter. Komm, yeah. Ja. Zweiten Satz, ey. Ich glaub's ja nicht. Und die Kölner Menge tobt. Alle 740 Leute, ihr seht gerade nur einen kleinen Teil davon, die sind alle richtig laut jetzt. Ja, weil die wissen auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Sieg wäre, jetzt noch den zu holen. Ne? Also. Oh, shit. Weil dann hättest du danach in den Frauen- und Männerpartien noch eine Chance auf ein 4-1. Ja, okay. Ja, ihr hört es wahrscheinlich über das Netzmikro. Ovi ist das schön. Das deutscheste aller Fanlieder wahrscheinlich. Schon, ne? Schon. Neben einem Rudi Völler. Ja, auch beim Roundnet, ne? Ja, ne, okay, stimmt. Ja, gut. Also ehrlich gesagt, Clemens und Easy stehen da und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich so denken, Moment mal, wie haben wir denn den jetzt gerade verloren? Ja. Weil gefühlt hatten die, also 12-11 war die erste Führung für die Spaceys. Mhm. Und die hatten das Spielgeschehen eigentlich im Griff. Es waren ein paar leichte Fehler. Ich denke, das wird jetzt auch die Selbstanalyse sein.
Und ist es dann dieses, oh, unterbewusst, ersten Satz haben wir so deutlich gewonnen, dann sind es vielleicht 10%, 20% weniger? Okay. Weiß ich nicht. Und jetzt müssen wir mal schauen. In der Zwischenzeit gewinnt Würzburg das erste Männerduell gegen Jan Pedersen und David Schultebrauchs. Die haben da wohl einmal durchgemischt, die Kieler, weil die dann wahrscheinlich jetzt auch sagen, sie sind durch. Heißt aber auch, dass spätestens jetzt der RCW eigentlich schon mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat. Die sind bei 23 Siegen, Hildesheim hat 17 und holt auch heute keine mehr, glaube ich. Also, weil die durch sind. Ach, die spielen sogar noch. Ich dachte, die wären, der Spieltag wäre schon fertig. Von daher, also Würzburg und Kiel sichern sich heute, glaube ich, mehr oder weniger den Klassenerhalt, kann man sagen. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal Spaceys gegen Mainz, Männer oder Frauen, hier geht's zeigen. Hier geht es halt, ne, ums Ganze, ne? Ja. Also, das ist wie, weiß ich nicht, ich sag ja nicht Hoffenheim, Wolfsburg als Topspiel. Ja gut, aber aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen. Ja. Also wenn Hoffenheim gegen Wolfsburg 17 gegen 18 hat, würde ich es vielleicht auch zeigen. Ja, genau, aber... Nicht, wenn es 10er gegen 11er ist, wie es halt dann meistens ist. Genau. Ja, das stimmt. Dann schon lieber so... Ey, gute Dreisatzquote hier im Stream, ne, heute? Also das ist schon wirklich sehr auffällig. Da haben wir einfach einen Riecher für. So, erster Punkt geht an die Mainzer. Was auch angesprochen, Clemens, jemand, der sehr viel durch die Halle flügt. So, hast du gesehen. Flügt und fliegt. Ja. War schon, das ist, als ich es gesagt habe, war ich schon so, safe, bitte das. Den nimmt er auf. Den nimmt er. Hi. So, gucken wir mal, ob Easy nochmal am ersten Satz ansetzen kann, ne? Da hat sie wirklich maschiniert. Und ich sag dir ehrlich, das ist ein Ass. Es ist toll, dass sie das, also dass sie so einen geilen Ausschlag hat, aber als Dario willst du... Ja. Willst du den einfach nicht kassieren, ey. Ja, jetzt das stimmt. 2-0. Ja, hier Nice Zupferl hat abonniert auf Stufe 1. 9. Monat dabei. Und Laserlord 99, auch danke, dass du nochmal dran denkst. 18 Monate dabei und damit sind wir, haben wir das Ziel erreicht. 40 von 40 für heute. Heißt jetzt aber nicht, dass ihr aufhören könnt, ne? Also wer jetzt heute noch nicht hat, sein Sub verlängert bei Amazon. Oh, der ist ganz weit weggesettet. Der war auch... Und dann bleibt er drauf. Ist nicht sein Ernst. Aber steht er drin? Also wild erstmal, dass ihn keiner gefinisht bekommt. Und jetzt steht er, glaube ich, nicht drin, oder? Doch. Doch, linker Fuß steht drin. Linker Fuß steht drin. Ah ja, aber es callt ihm ja auch niemand in der Situation weg. Niemand wird es callen, auch wenn das wirklich ein halber Fuß ist. Aber das kannst du ja auch nicht, kannst du nicht callen. Man sieht es hier gleich, linker Fuß auf der roten Linie. Das ist 3-0, ey. Ah, ist, schon, gibt, ist schon deutlich drauf. Das gibt richtig Auftriebe und da sind sie auch wieder dran. Und wenn das jetzt hier das... Nee, 3-1. Wenn das jetzt hier das... Nee, 3-1. Ja, 4-0 wäre jetzt tödlich. Also das, da, das weiß ich nicht, ob sie sich davon erholt hätten, ehrlicherweise. Selbst jetzt hier das 3-1. Also, boah, jetzt direkt Break. Ja, 4-1 ist dann natürlich auch schon ein easy Team. In der Zwischenzeit holt Kiel das Frauenmatch gegen Würzburg. Dementsprechend Kiel-Würzburg 1-1. Und dementsprechend wird das ehrlicherweise immer irrelevanter, was die da gerade machen. Wir werden dann sicherlich gleich Frauen oder Männer zeigen bei Köln gegen Mainz. Er geht auf die kurzen. 1, 2, kommt Luisa und macht ihn weg. Oh, der erste ist schon fast drauf. Macht ihn weg und wir sind wieder back. Also wir im Sinne von die Spaceys. Du kannst dich doch noch inhaltlich dazu führen. Du hast aber kein Spiel gemacht, ich oder? Ich habe kein Spiel gemacht. Du hast kein Spiel gemacht. Aber als Stütze. Ich bin mental, bin ich auch wenig. Mental bin ich auch wenig. Ja, du bist mental eigentlich ganz viel, aber nicht Teil des Teams scheinbar. Nein, die machen halt alle so gut ohne mich, das passt schon. Und jetzt sind wir hier beim... Und die haben wieder den Defense Touch und die machen ihn weg, ey. Und die sind wieder im Spiel, Mann. Und Luisa auch so, let's go. Ja, Mann, weg, so laut. 3-3. Das 3-3. Stark. Von 3-3 auf 3, von 3-0 auf 3-3, ja? Mein Gott, das ist ein geiles Comeback. Auch jetzt die Reaktion nochmal sehen. Genau, ist ein geiles Comeback. Ja, diese Körpersprache hatten die im ersten Satz noch gar nicht. Luisas Explosion war gerade bei 13-11 im zweiten Satz. Ja. Da hat sie richtig so richtig Gas gegeben und man sieht jetzt auch, lächelt auch, ne? Also, ne? Ganz andere Körpersprache. Aber jetzt auch hier wieder, ne? Jetzt Feuer. So, Dario, komm. Warte kurz. Machst wieder einen kurzen. Das ist echt so krass. Zwei weg, ja. Ja, Dario wird sehr unzufrieden mit seiner ersten Ausschlagquote. Ja. Da kam bisher nichts.
Das ist wenig. Wenig, ja. Und das hätte, also das kann auch ein Faktor sein, ne? Also aber was ich jetzt Dario mal... hat richtig schöne Dinger, wenn die kommen. Was ich jetzt von ihm mal gerne sehen würde, dass er mal einen zweiten nicht kurz spielt, sondern ich sag mal zumindest 70% drauf, weil ja Clemens und Easy das so langsam auch checken, dass der zweite immer kurz eigentlich kommt. Schon, ne? Ja. Und da haben wir wieder einen Break. Also Break-Festival hier im dritten Satz bisher. Wichtiges Sideout jetzt. Du kannst dir hier nicht schon wieder den 3-Punkte-Run zulassen eigentlich, ne? Ja, weil selber schaffst du den auch jetzt nicht immer, ne? Der ist auf dem Rim. Ja, ja, eben. Ja. Boah, hätte ich so super clean gesehen, aber... Na, gib direkt ab, super fair. Ja, ja, klar. 4-5, so. Willst du... starten. Seit wann macht Luisa Lefties eigentlich? Kannst du nicht sagen. Auch so eine neue Geschichte, oder? Aber ja, die ist auch so stabiler im Zweiten, das ist echt stark. Oh, was ist ein guter Ball, ey. Da haben sie auch nicht damit gerechnet, dass sie den noch hinbekommen. Also. Das ist ein guter Ball. Ja. Ja, 6-4 jetzt, da wird auch gedreht an der Stelle. So, nochmal Anfeuerungsrufe hier von den Kölnern und Kölnerinnen. 6-4 im dritten entscheidenden Satz. Das Spiel zum 1-1 oder 2-0 im Gesamtpunktestand. Ja, wenn sich die Tabelle anschaut, das ist ein Must-Win für die Spaceys. Ja, also wenn sie das nicht gewinnen, dann ist es auch ehrlicherweise fast egal, was sie danach machen, weil sie gegen Mainz nicht mehr vorbeikommen. Was ist das denn? Was zur Hölle? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, was war das denn? Alter, ey, was? Junge. Machen, ey? Was macht denn der Clemens da? Was macht denn der Philipp da? Philipp macht gerade irgendwas in der Regie. Er hat einfach mal so eine Tabelle drüber gelegt über die ganze Geschichte. Nee, ist raus, ne? Ja, guckt euch ein Video an. Boah, was für ein toller Ballwechsel. Ready. Ja, 5-6, ey. Durchatmen weiter, sagt Clemens. Ja, nach der Geschichte wieder durchatmen wollen. Flinke Füße, ne? Easy und Clemens beide. Wohl. So, kann er mal einen ersten draufbringen? Kann er. Kann er und der ist direkt Punkt. Leichter Cut mit links. Leicht aber. Und weil er erstmal generell auf links kommt und dann noch leichter Cut. Bisschen fiesen Touch provoziert dabei Clemens. Und wir haben einen Ausgleich. 6-6. Ja. Ein Ausgleich, 6-6. Und spannend, wie könnte es anders sein? Ja, Luisa, auf der Positiv ist egal, kommt gleich. Ja. Mach mal. Durch, machst du super. Und kurz. Ja, aber finde ich gut, dass er jetzt mal... Ja, definitiv. Das kann überraschend sein jetzt für Ivy, weil dann auch einmal der nicht kurz kommt. Zeigt Courage. Okay. Ich wollte sagen, bitterer Doppelfehler, aber irgendwo ist jeder Doppelfehler bitter. Zeigt aber natürlich auch, du gehst Risiko, du willst hier was kreieren mit deinem Ausschlag. Aber es ist auch, sie haben gefühlt kein Defense-Touch nach seinen kurzen Angaben geholt, sondern es ist immer... Clemens ist halt da, ne? Der ist wirklich da. Und das ist wirklich krass. Spaceys schaffen immer wieder den Ausgleich und dann immediate wirklich direkt wieder das Break. Das ist ja echt Wahnsinn. Das nervt, ja. Rankommen geht, aber vorbeiziehen nicht, ne? Wie gerade auch. Da hat es dann aber tatsächlich am Ende, dass es klappt. Also ist ja noch ein bisschen Zeit. 8-6, ja. Erste. Spielen sie. Ja, macht da. Gutes Ding, sehr souverän. Dario hat auch wirklich so einen schönen Bewegungsflow irgendwie, ne? Ich finde, bei dem sieht Roundhead schön aus. Ne, kinematische Kette, oder? Kinetische. Ja, sehr witzig. Ja, voll. Ja, einfach ästhetisch auch sehr gut anzuschauen. Ja, so ein Roger Federer, das ist schon nett. Okay. Oh, guter geiler Touch. 1, 2. Oh, der ist natürlich so schwierig. Da wird er sich wieder ärgern. Mit Kleinigkeiten. Ja, aber ja, er steht halt leicht beim Set und dem Rücken zum Set, das ist natürlich dann schwieriger. Ist halt die Frage, ob er sich vorher vielleicht nochmal rumdrehen kann, aber ist dann auch... Ich weiß es nicht, ja. Verlierst halt auch die Orientierung. Ja, aber ne, 9-7, das war die Möglichkeit zum Rebreak direkt. Ja, 8-8 wäre natürlich jetzt schön gewesen, noch 6-8. Und...
Guter Aufschlag, guter Aufschlag. Kann er sauber stellen? Kann er nicht. Bisschen tief und Clemens bestraft das sofort. Und jetzt haben wir wieder einen 3-Punkte-Vorsprung. Und zu dem Zeitpunkt in dem dritten Satz, oh, tut der richtig weh für die Spaceys. Ah, da ist jetzt so langsam auch wirklich der Bereich, wo ich jetzt auch sage, weiß ich nicht mehr, ob das noch was wäre. Positiv bleiben, aber dieser 3-Punkte-Run, den sie bei 3-0 hatten, den sehe ich jetzt gerade nicht mehr, dass sie den nochmal haben. Dass wir überhaupt im dritten Satz sind, finde ich, also hatten wir ja zwischendurch auch nicht das Gefühl. Das heißt, da haben sie uns auch schon Lügen gestraft. Ja. Ist deutsch, ja. Ja, vollkommen richtig. Ja. Guter Ausschlag wieder, guter Stellball, kann er den wegmachen, kann er. Kann er. Aber gefühlt wegen Easy und Clemens jetzt halt wieder deutlich stabiler als im zweiten, wo sie inzwischen schon mal so ein bisschen... Ne? Erinner dich, im zweiten Satz hier Easy, 3 relativ leichte Fehler, auch ne, kreiert durch Ungenauigkeiten, würde ich sagen, von Clemens. Und jetzt sind sie aber wieder voll da. Sie haben noch keinen wirklich leichten Fehler. Ich glaube, einen leichten Fehler in Satz 3 ist echt überschaubar. Ja, zweiter kurz. Oh, sie steht da eigentlich richtig. Warte. Geht so gut. Ja. Auch da, ja, aber erste Ausschlagquote. Wenn die ein paar Prozentpunkte höher wäre, ich glaube, dann wären so 2, 3, 4, vielleicht 5 Punkte über das gesamte Spiel eher in Richtung Spaceys gegangen und möglicherweise jetzt auch hier im dritten Satz. 11-8, dann steht es aber 11-9 noch. Ne, 11-8. Drehen sie dann bei 11-8. Haben die gedreht? Zurückgedreht, weil sie, achso, ich habe das erste initiale Drehen nicht gesehen. Ja, und vor allem, wir haben auch gesehen, wenn Dario die erste trifft, dann hat die auch eigentlich fast immer Druck gemacht, nur hat sie ja sehr selten getroffen. Ja, ne? Genau das. Und das. Das wäre so eine Interviewfrage. Rim, scheiße, 12-8. Und, also, was heißt scheiße? Gut für Mainz, schlecht für Köln. So einfach ist es manchmal. Und das sind 4 Punkte Unterschied im jetzigen Zeitpunkt im Satz. Ja, das würde bedeuten, dass Mainz auf 20 Siege stellt und die Spaceballs bei 15 bleiben. Das heißt, nur noch auf maximal 2 Siege rankommen könnten, selbst wenn sie alle 3 Spiele gewinnen danach, was ja auch nicht gesagt ist. Das heißt, ja, da wird es dann schwierig. Ja. Oder wir sehen es hier noch, das Comeback des Jahres. Ja, wir haben 12-9. Guter Ausschlag. Vielleicht. Macht sie. Gut, macht sie gut. Aua! Und das war ein Anschlag. Aber, ist dein Touch war auch wirklich toll. Schön weitergeleitet in mein Gesicht. Sorry. Naja, alles gut. Man sieht im Replay mich nicht mehr zum Glück. Das ist ganz gut, dass wir das Replay-Kamera ausgeblendet haben. Ne? Okay. Ach Mensch. So, wir sind beim 13-0 und die spielen das hier wirklich richtig. Oh, Alter, Carry des Jahres. Spielen das so gut zu Ende, ne? Die spielen das gerade so gut zu Ende, die beiden. Clemens und Easy. Ja, die Qualität aus dem ersten Satz wiedergefunden. Die sie jetzt auch nicht im zweiten Satz komplett verloren hatten, aber zumindest halt weniger. Ne? Und jetzt ist tatsächlich einfach... Und Luisa und Dario. Ah. Ja, zu 9. Okay, da war aber irgendwas nicht clean, schau mal. In 13. Ah, Wiederholung. Ah, nee, okay. War tatsächlich einfach Rim oder sowas, ja. Okay. Gut. Und Dario trifft seinen ersten nicht. Auch Story des Spiels leider. Das bleibt hypothetisch, was das für ein Faktor hätte sein können. Zweiten muss er drauf gehen. Damit haben wir 4 Matchbälle. Für die Mainzer. Zum 2-0 insgesamt. Damit auf einem sehr guten Weg Richtung Klassenerhalt auch. Würden auf 20 Siege stellen, wie bereits erwähnt. Der RCW holt das Männer 2. Ja, und da haben wir jetzt dann Biel 26 Siege, der RCW mit 24 Siegen und Hildesheim auf dem ersten Abstiegsplatz mit 17 Siegen. Da liegen dann tatsächlich 7 Siege dazwischen. Da dürfte auch ehrlicherweise nicht mehr passieren. Das heißt, es geht dann tatsächlich am letzten Spieltag zwischen Dortmund, den Spaceballers, Hildesheim und Mainz, je nachdem wie deutlich Mainz heute jetzt noch die Punkte holt, um den Abstieg. Und das war's. Ne, war der erste. Sorry. Ui. 1-4? Ja, zweit. Das war's. Die Spaceballers Colonia verlieren das zweite Mixed gegen Pegel.
Damit 2:0 Führung insgesamt für Mainz.